alles ist zu, weil Sonntag ist. Hast du Mandarinen? Ja, 4 Dosen waren dann alle weg. Guten Morgen, wir leiden so an Schlafmangel. Es ist Sonntag heute und wir sind schon wieder seit, ich weiß nicht, 5:30 oder so sind wir aufgewacht. Und ich muss dann sofort auf Toilette immer und bin dann total aufgeregt, so, weiß ich auch nicht. Dann wache ich auf und denke, du bist schwanger und dann muss ich ganz schnell auf Toilette gehen. Und dann haben wir jetzt erstmal gelegen, bis gerade. Wir haben jetzt 20:40. Also wir haben uns jetzt ausgeruht und Calvino und Bernd sind jetzt in den Garten gegangen und ich habe hier ein bisschen das Wohnzimmer. Schaut euch den Boden an. Oder besser nicht. Der ist total krümelig und haarig. Der Hund, der haart, das ist unwahrscheinlich. Deswegen mache ich jetzt hier unseren Sauger an. Und ich mache das Bett hier immer weg, also das Sofa klappe ich ein, weil der Staubsauger sonst immer darunter stecken bleibt. Dann kann der jetzt hier saugen, während wir draußen sind. Dann habe ich heute Nacht den Sauger mal noch ausgemacht, solange ich mit euch rede. Ich habe heute Nacht so Heißhunger auf Baked Beans gehabt, dann bin ich aufgewacht, ich habe noch gar nicht geschlafen, aufgestanden und wir hatten keine mehr. Dann habe ich Bohnen eingelegt, die habe ich dann heute Morgen schon gekocht und habe mir Baked Beans gemacht. Dann habe ich voll Heißhunger gehabt auf Sauerkraut. Das habe ich dann gegessen und als dann die Baked Beans fertig waren, habe ich mir Sauerkraut mit da reingemischt. Also Baked Beans mit Sauerkraut. Voll so Gelüste heute. Also gestern Abend und heute. Ja. Dann kann ich hier direkt was mit in den Garten nehmen. Die Blumen habe ich geschenkt bekommen. Die vermehren sich immer. Die nehme ich mit runter. Und die Paprika kann ich auch einpflanzen. Das hier wird Wassermelone, die lasse ich noch hier. Und den Dill, der muss auch unbedingt ausgepflanzt werden. Chillt ihr? Ja. Ja. Ich komme jetzt auch chillen, bitte. Hm. Da ist eine Aubergine gepflanzt. Ja, die müssen wir gleich noch gießen, ne? Ja, ich pass auf. Möchtest du eine Milch trinken? Ich habe eine Tasse extra mitgebracht. Nee, gar nicht. Nee? Okay. Okay. Ja, hi. Hi. Na, du machst bei den Kartoffeln Unkraut? Ja, Unkraut weniger. Ja. Locker den Boden ringsrum auf. Okay. Dann wollen wir abends gießen. Dass das gut aufgenommen wird. Ja, hoch genug waren, habe ich jetzt schon geschichtet, die du siehst. Ja, super. Schön. Ja, die kommen ja echt gut, die Kartoffeln, ne? Ja, ja, und wie gesagt, die habe ich schon mal hochgeschichtet ein bisschen. Ja. Die groß waren. Manche kommen halt schlechter. Ja. Okay. Das Rahmen, wenn man das tut. Ja, soll ich die Jacke mitnehmen und aufhängen? Hast du gesehen, was hier wächst? Tauben sind hier übrigens dran gegangen, ne? Was wächst hier? Salat oder was? Der rote Salat auch. Ja, ich weiß, aber der wird dann halt irgendwann abgefressen. Ja, Tauben habe ich gesehen, waren gerade hier. Ja. Unser ganzes Gemüse wird abgeerntet von den Wildtieren. So. Wo hängen wir die auf? Wir sind wieder drin. Wir haben draußen ganz viel neue Sachen gepflanzt wieder. Und jetzt habe ich schon den Männern die Haare geschnitten. Oh, ich bin da so rum. Und die sind jetzt halt duschen. Also erstmal Calvino duschen, jetzt ist Bernd duschen. Und ich räume hier in der Zeit alles wieder weg. Und dann wollten wir einen Film gucken gleich. Hier, 10x10. Da ist er im Hintergrund. Und uns noch ein bisschen hinlegen und entspannen. Und Bernd hat schon Essen vorbereitet. Das muss gleich nur noch gebraten werden. Hier hat er so Kartoffeln eingelegt in Gewürzer mit Zwiebeln, glaube ich. Das ist das Salatdressing, dieses Oma-Sahne-Dressing.
Dann gibt es dazu Blattsalat und die werden gleich mit Bohnen angebraten, die Kartoffeln. Ja, und schönen Salat mit dem leckeren Dressing. Da freue ich mich schon drauf. Hab nämlich Appetit. Ja, und der Staubsauger, der ist gerade unterm Sofa, der saugt jetzt hier die Haare weg. Ich habe nur das Grobe eben gemacht mit dem Handfeger. Der Staubi, der staubt das jetzt alles. Ja, ist noch kein Pfeffer dran. Ein bisschen nur. Ich möchte ein bisschen mehr Pfeffer dran essen. Ja. Dann nehme ich schon mal Teller und Besteck, okay? Ja. Teller machen wir den fertig, Teller. Ja. Zwei große Teller. Ich möchte keine. Nein. Was machst du hier? Yoga? Ja, war klar, dass er jetzt wach wird und bereit ist, um Unfug zu machen. Ich habe schon ungefähr 20 Milliliter Öl. Ja, lecker ist ja viel Fett, aber auch hüftig. Hier. Lieber bis hierhin voll. Ja. Und wie gesagt, ungefähr 20 Milliliter habe ich jetzt schon meinen Behälter noch drin, weil ich auch den Fisch habe. Ja. Das wird schon. Das wird alles so zusammen gematscht und dann kommt das in den Magen. Lecker. Ja, was hast du da? Oh, was hast du da? Oh, warte, jetzt kriege ich dich. Oh, warte. Oh, mir den wieder gewollt. Gibst du mir den wieder? Oh, jetzt krieg ich dich. Oh, warte. Oh. Bernd gießt gerade schon hier die ganzen Kartoffeln und so. Oh, das sieht richtig schön aus jetzt hier, wo Unkraut weg ist wieder, ne? Ja. Da habe ich jetzt nochmal Radieschen gemacht. Da waren ja Möhrchen gesät, die sind gar nicht gekommen. Mann, ey. Und hier kommt schon der ganze neue Salat. Ja. Und Smurfy wieder gräbt um. Ja. Ja, mach doch ab. Einfach Schlauch. Hm? Dann mach doch diese Düse ab. Dann nicht. Wie denn? So meinst du? Ja. Dann wirst du wenigstens nicht so nass. Knabber mir nicht mein Gemüse an. Komm, wir gehen raus, Murphy. Raus hier. Weil der nur Unfug macht. Wo? Abgefressen oder reingemacht? Hast du das heute da reingemacht, da hinten, oder ist das abgefressen? Nein, wo die Bambusstängel sind, da ist Kürbis, habe ich da reingemacht. Mini-Kürbispflanzen und neue Kohlrabi und so. Das müsste alles gut gegossen werden, bitte. Aber kann ich auch machen. Nein. Ja, was machst du denn da? Ja, was machst du denn da? Soll ich dich kraulen? Hast du wieder Unfug gemacht? Hm? Das ist eine richtige Narbe jetzt, ne? Ja. Von deinem Hundekampf. Hm? Ja. Oh, Genießer. Du bist ein Genießer. Hm? Komm her. Wir haben echt ganz viel gelegen heute und
gechillt. Aber dadurch, dass ich auch so schlecht schlafe nachts, also ich werde halt nachts wach, ja? Ja, da sind Tomaten. Ach, das war Kohlrabi, die ist ja abgefressen von einer Schnecken. Ja, die sind kaputt. Die sind kaputt. So, ja, ich bin wieder da. Er macht immer extra hier so. Sieht man das? Die Beine breit und dann soll man ihn da kraulen. Ne? Das magst du da. Ja. Wie heißt das denn in der Leiste? So. Ja, jedenfalls werde ich immer nachts wach und muss dann meistens auf Toilette und dann bin ich wach und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Oder ich bin halt so früh morgens wach, um 4, um 5 oder um 6. Wache ich weg dann den Bernd. Oder was heißt, ich weck den? Ich weck den nicht extra, aber der wird dann halt wach von mir. Und dann ist er genauso müde wie ich und träge. Und da ja heute Sonntag ist, haben wir einfach mal gechillt. Okay. Heute ist Sonntag, das merkt man in der Facebook-Gruppe Pottsteine. Da werden ganz viele Steine heute gepostet, die gefunden wurden. Ich ernte jetzt diese prächtige Minze hier. Was machen wir damit? Trocknen wir die dann oder? Was denn? Die Minze. Oder einfrieren? Einfrieren, da können wir was trocknen. Ja, bitte? Sie wünschen? Das ist mein Handschuh. Du willst den Handschuh haben, ne? Den muss ich jetzt anziehen. Aus! Ist die groß geworden, die Minze, ne? Da Läuse? Nee. So, ein bisschen habe ich stehen gelassen von der Minze und das habe ich geerntet. Das muss ich gleich noch zusammenbinden zum Trocknen. Und der Bernd sagte, wir haben Äpfel am Baum. Zeig mal die Äpfel. Die hier? Ja, Mini-Äpfel. Bin ich ja mal gespannt, ob die schmecken. Die werden, ja, jetzt sind die sauer, klar. Wieso auch hinterher? Eine saure Sorte. Blüte, Schnitt. Die schmecken ähnlich wie der Elsterapfel. Das steht da drauf, auf dem Schild. Dass die wie Elsterapfel schmecken. Aber unsere Pfirsiche, die sind alle abgefallen. Ich glaube auch der Baum ist krank. Der ist so, da krusseln sich die Blätter so. Vielleicht kennt sich ja jemand aus. Komm raus da. Komm, du machst nur Unfug hier. So, wir brauchen hier ein Band für die Minze. Smurfy, komm, wir gehen wieder. Komm. Smurfy, komm fein. Smurfy. Hier habe ich noch ein Leckerchen. Oh, die sind ja nicht groß. Das lohnt sich nicht. Das weiß ja. Komm hier, Smurfy. Komm, hier. Oh, mit Speck fängt man Mäuse. Ja, wie kommst du da wieder raus? Du schaffst es. Du schaffst es. Da, such. Hab ich da hingelegt. Such. Mein Schwert hat mir auch schon angeknabbert. Den habe ich mir neu geholt. Weil die alten hat er kaputt gemacht. Da habe ich mir neue geholt, die hat er auch schon angefressen. Du bist ein Rabauke. Ja, komm, wir gehen die Minze aufsammeln. Nee, hör mal auf, das ist jetzt hier mein Band. Mein Band. So. So. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich lege mir jetzt ein Band hier hin und lege die Minze da erstmal so drauf. Und dann binde ich das gleich zusammen.
Oder? Nee, ich mache es anders. Ich halte die Minze wie ein Strauß. Übung macht den Meister. Das ist aber viel Minze. Hoffentlich wird die nicht so schwarz. Habe ich mal gesehen, dass Kräuter, wenn man die trocknet, werden die schwarz. Und da gab es irgendeinen Trick und ich weiß nicht mehr welchen. Boah, die riecht so lecker. Da muss ich mir gleich einen Tee von machen. Jetzt schauen wir. Ihr seht das nicht. Egal. Ist jetzt so. Tada! Und wie soll das in der Mitte trocknen? Das geht doch gar nicht. So und so. Tada, meine Minze. So. Die Hake, die große, die kleine. Habe ich. Bitte schön. So, da kann das jetzt schön trocknen, weil wir haben ja hier das Dach am Balkon und dann wird es schön muckelig warm. Morgen die Pilze für uns. Ich will die Brachstadt und die macht den Kraut hier mit rein jetzt, bevor das schlecht wird von dir. Ja, vielleicht habe ich da ja heute Nacht wieder Appetit drauf. Deswegen trinken wir rein. Danke. Warum habe ich auch einen gemacht für dich jetzt hier, 12 Flaschen? Alkoholfreies. Nein. Ach so, oh ja. Ja, klar, hier. Ja, Beweis. Alkohol. Ach so, keine Werbung. So. Alkoholfrei. Genau. Ja, ich wollte mein Leid klagen. Du hast keine Mandarinen gefunden. Ich habe keine Mandarinen gefunden. Ich habe alles abgesucht. Und zwar suche ich diese hier. Die kennt ihr bestimmt. Da habe ich schon eine Dose von gegessen heute. Mit Pudding oder Joghurt. Das war so geil. Mit dem hier. Das war so richtig lecker. Weil ich ja so ein bisschen mit Übelkeit habe manchmal. Und nicht alles essen möchte oder kann. Und darauf habe ich richtig Heißhunger. Darauf habe ich richtig Bock. Aber wir haben keine mehr. Ich habe alles abgesucht. Keine Mandarinen mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Smurfy, wo sind die Mandarinen? Ich war mir sicher, wir haben noch welche. Willst du mir beim Suchen? Der wird die eher essen, als mir die zu geben, wenn er die findet. Und alles ist zu, weil Sonntag ist. Hast du Mandarinen? Ja, 4 Dosen waren, dann sind alle weg. Ja. Ich habe aber nur eine gegessen. Ehrlich. So, ich bin mal eben, wo ist jetzt die volle Schublade schieben? Im Schlafzimmer, in der Schublade drin. Wir haben ja hier unsere Schublade im Flur. Die ist nicht mehr da. Es ist keine Schublade mehr und Bernd wollte die, glaube ich, jetzt reparieren. Weil Smurfy holt sich da halt voll gerne Sachen raus und rennt damit durch die Wohnung und wartet, dass wir ihn fangen. Na, das machst du total gerne. Da geht's wieder los. Dann möchtest du, dass wir dich jagen. Zeig mal, mach mal. Oh, was hast du da? Was hast du da? Oh, was hast du da? Na, warte. Jetzt kriege ich dich. Weiß ich nicht. Ist sie in der Schublade gewesen? Ich wollte ja auch mal aufräumen, die Schubladen. Nächste Woche muss ich ja wieder nicht so viel arbeiten, dann habe ich Zeit dafür. Hier sind sie doch, die Schienen. Im Chaos Schlafzimmer. Tada, tada, tada. Hat er sein Willen. Wir animieren ihn natürlich dann auch noch immer, indem wir ihm so jagen. Oh, schön. Das hast du fein gemacht, Smurfy. Hast du mir das gebastelt? Das oh, was hast du da? Was hast du da? Ich weiß, wir sollten das nicht tun.
Oh, macht so Spaß. Das macht so Spaß mit dir, Herzi. Komm hier, Herzi. Ah, meine schöne Tasche. Die habe ich geschenkt bekommen. Aus. Fein, super machst du das. Aus. Super, mach Sitz. Sitz. So ist fein. Warte, wir nehmen was anderes, okay? Hier, du hast hier ganz viel in deiner Spieldings. Da. Da. Oh, was hast du da? Was hast du da? Machst du das jetzt ohne Bohrmaschine hier, ohne Akkubohrer? Ja, keine Ahnung. Er holt sich da jetzt wieder was raus, sagt er. Für ihn jagen. Was hast du da? Die nächste Tasche. Gibst du mir die Tasche, Smurfy? Aus. Super, so ist fein. Soll ein Leckerchen haben? Ja. Hier. Die willst du nicht, ne? Willst du doch? Wow. Normales Trockenfutter nicht so dein Ding, ne? So, komm, wir gucken, was Herrchen macht. Komm. Komm, wir gucken, was Herrchen macht. Ja, möchtest du hier so ein ganz ekliges Leckerchen haben? Warte, mach mal Sitz, warte. Wir suchen hier mal was raus. Wir haben hier ein Ohr. Die sind eigentlich alle für den Garten, diese Leckerchen. Was haben wir hier noch? Richtig eklige Teile. Das ist so eine Nackensehne. Warte. Super machst du das. Und das Ohr, das stinkt auch so richtig schön. Warte. Okay, such dir eins aus. Okay. Das ist toll. Eins darfst du haben. Einmal alles abschnuppern. Ja, den nimmt er mit. Okay. Bitte? Die Kugeln, das sind die aus dem Lager. Ich hoffe, das sind die aus dem Lager, ja, was kaputt war. Ja, das sind die Kugellager. Das nicht weiter auf, weil das ja, das kennen wir ja schon, dass die nicht so ganz aufgehen. Aber ist doch super. Ja, Hauptsache, doch, die habe ich nur falsch gesetzt. Nee, ist eine andere Scharnier gewesen. So war das, ja. Aber wenigstens funktioniert es wieder. Danke, das hast du toll gemacht. Super. Müll. Nein, das ist Liebeskugeln. Müll. Liebeskugeln. Ich glaube, die sind zu klein für Liebeskugeln. Ich habe gerade mal meine Kamera rausgeholt, wieder ausgekramt. Werde ich morgen wieder benutzen. Ab morgen filme ich wieder mit der Kamera. So, meine Lieben. Da, wenn ich mit Calvino, als er klein war. Tada! Lockenköpfchen. Brauchen wir das noch, die Halskappdiät? Ah. Ja. Essen gegen Herzinfarkt, das wissen wir doch auch schon alles. Das wissen wir alles, ja, aber. Hier so eine komische Masse. Können wir immer verleihen. Das war mein. Ostergeschenk von. Das war zu Weihnachten, habe ich das mal geschenkt. Ostergeschenk zu Weihnachten. Oder frohe Ostern. Nein, das ist ein Kalender und das ist April, wie du siehst. Und How Not to Die. Ja, das sind wichtige Bibeln. Ja, das nehme ich mit. Dann krieg ich morgen meinen Vater den Schlüssel von dem Außenlager, von dem zweiten. Ja. Weiß ich immer noch nicht, was ich essen soll. Any Tipps? Advice? Ja, hast du auch. Lecker, gesundes Essen. Ich weiß nichts. Ja, oder ein bisschen das Löffel am Boxenschwanz mit. Nee, danke. Ach, guck mal, können wir da irgendwas drüberlegen? Wollte ich euch sagen. Ach, guck mal, habe ich gar nicht weitergemacht hier. So, ich habe nämlich die Kamera rausgekramt hier und habe gerade hier die Linse gereinigt. Oder wie auch immer das heißt, weil ich wollte ab morgen mit der Kamera wieder filmen. So. Zack. So, ist sie nämlich wieder sauber. So, und dann packe ich das hier.
Darf ich reinpacken? Da, in die Tasche, weil das nehme ich dann eh nicht mit. Ich nehme die Kamera so mit. Mit dem Stativ. Zur Arbeit morgen. Und das Putztuch mache ich wieder hier in die Tasche. So. Ja, jedenfalls, ich weiß immer noch nicht, was ich essen soll. Und ich packe das Handy jetzt mal weg. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Ich habe keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Aber diese Gelüste, wenn man das dann nicht erfüllen kann, das ist dann schon ein bisschen doof. Aber ich freue mich ja über die Schwangerschaftssymptome, denn das sagt mir, dass soweit alles in Ordnung ist. Und ja, Bernd guckt jetzt Fußball noch und ich werde das Video hier schneiden, was ich für euch drehe. Und ja, dann will ich einfach sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!